Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu meinem neuen Projekt Rayman Legends. Und ich freue mich wie ein kleines Kind schon auf dieses Projekt, denn Rayman Legends ist einfach ein fantastisches Spiel. An alle Leute, die eine PS3, eine Wii U oder sonst eine Konsole haben, wofür es das Spiel gibt, das Spiel ist ein Pflichtkauf. Das Spiel ist einfach großartig. Ja. Wie habe ich das Spiel damals entdeckt? Ist noch gar nicht so lange her. Da hat der The Wolverus mal ein Rayman Legends Projekt angefangen. Und ich dachte mir, ja gut, Rayman, kennst du ja. Ich habe damals schon Rayman 2, glaube ich, immer gespielt. Oder Rayman 3, ich weiß es nicht mehr genau. Und das fand ich schon mal ganz gut. Und dann habe ich mir das hier angeguckt. Es war zwar nicht mehr so 3D wie damals, sondern so 2D mit 3D-Elementen. Aber es hat mich trotzdem einfach gefesselt und nach 5 Parts wollte ich dieses Spiel einfach selbst haben. Ich wollte dieses Spiel einfach selbst zocken. Und dann habe ich mir das geholt und ja, dann sofort Liebe mit dem Spiel gemacht. So ungefähr. Auf jeden Fall. Er hat es zu 100% gemacht, ich werde es auch zu 100% machen. Was heißt 100%? In jedem Level gibt es sogenannte Kleinlinge, die man befreien muss. Ich werde jeden Kleinling holen. Ich werde jedes Level auf Gold schaffen. Das heißt, du musst in jedem Level 600 Looms sammeln, abgesehen von Leveln, wo es nicht nur 600 Looms gibt. Und so weiter und so fort. Das Einzige, was ich nicht machen werde, ist, es gibt einen freischaltbaren Charakter ab 1 Million Looms. Das ist krank, weil, wenn du das Spiel einmal komplett durchgespielt hast, auf 100%, also ohne diesen Loom-Typen, hast du erstmal 500.000 Looms. Das heißt, du müsstest das Spiel nochmal neu durchspielen, damit du den erst bekommst. Deshalb, Leute, die Anzahl der Looms ist vollkommen egal, Hauptsache ich habe die Level zu 100%, okay? Ich denke, das ist im Rahmen des Machbaren. Ich habe es übrigens schon mal geschafft. Ja, danke. Ich habe es schon mal geschafft, ich könnte jetzt auf Weiter drücken. Ich habe das Spiel schon mal zu 100% durch, ich habe sogar Trophäen auf 90% oder so. Aber wir starten es jetzt nochmal von vorne. Und ich freue mich so sehr darauf, mit euch Rayman Legends genießen zu können. Wenn du ein neues Spiel startest, verlierst du den aktuellen Fortschritt. Es tut mir zwar weh, aber nein, klar. Wir starten ein neues Spiel. Erstmal in die Story reinkommen. Ein Jahrhundert. Ein ganzes Jahrhundert. Hemmungslosen Gähnens und Schnarchens. Es scheint, als wären die Helden der Lichtung der Träume einem geheimnisvollen Schlafzauber verfallen. Aber vielleicht brauchen sie auch nur eine Mütze Schlaf. Unterdessen vermehrten sich die Albträume. Sie breiteten sich aus und erschufen neue Dämonen. Grauenhafter als jemals zuvor. Die Lichtung der Träume ist in Gefahr, mein Freund. Schnell, wecke unsere legendären Helden. Ihr seht das Spiel, es sieht einfach fantastisch aus, diese Grafik ist Comic, aber schon wieder einfach so geil. Ja, und jetzt müssen wir erstmal den Rayman wecken. Voll ins Gesicht! So macht man dann im Business. Und erstmal abklatschen mit unserem Freund. Und das sind wir auch schon mitten im Spiel. Wir können springen, wir können treten, schlagen, wir können auch hier wieder unseren aufladbaren Schlag machen, der dann weitergeht. Wir können ducken. Wir können das hier, wie so eine Arschbombe bei manchen anderen Spielen. Was können wir sonst noch? Wir können rennen. Wir können während des Rennens schlagen, dann machen wir das. Und hier haben wir direkt ein Geheimnis und da gibt es auch direkt schon einen Kleinling. Nein, nein, bleib hier, Junge. Hier hin. Komm wieder runter, danke. So, da haben wir auch schon den ersten. Ihr seht, es gibt 10.
Die werden auch der Reihenfolge nach angezeigt, wie sie im Level verteilt sind. Das heißt, das ist eigentlich richtig geil. Du siehst direkt, wann du einen verpasst hast. Das finde ich sehr, sehr nett vom Spiel. Aber ich denke... Das schon... Nein! Ah, das war eine Loom-Kette. Ihr habt gesehen, der letzte war lila. Wenn du ab den Lilanen alle einsammelst, dann bekommst du die doppelte Punktzahl. Aber na gut, das habe ich jetzt verkackt. Also, die sind so Rüben, die kann man aus der Erde raushauen. Und dann kaputt machen. Da haben wir auch schon die ersten Gegner. Da machen wir einfach mal das da. Und dann sind die beide tot. Und hier haben wir eine sogenannte... Ein Geheimraum mit einer sogenannten Königin oder einem König. Je nachdem. Ich weiß gar nicht mehr, was als erstes war. Das meine ich. Na, schade. Hä? Ja, nein, ich spring. Nein. Und es ist die Königin. Es gibt immer einen König und eine Königin in einem Level. Man muss beide finden, natürlich, um 100% zu haben. Ist ja klar. So. Wie gesagt, ich muss mich auch auf die Looms konzentrieren. Ich meine, im ersten Level war es besonders schwer, alle Looms zu bekommen. Weil, ja, ich weiß nicht mehr genau, warum das erste Level so krass schwer war in Sachen von Looms. Aber mal gucken. Wir haben auf jeden Fall jetzt unseren Freund, der kann mit Kreis uns helfen. Bei der Wii U muss man das mit dem Gamepad machen, was das ein bisschen erschwert. Ich habe es noch nie auf der Wii U gespielt. Aber das habe ich so gehört. Aber na gut. Ich nicht auf der Wii U spiele. So, den kann man kitzeln, dann kann man den auch töten. Ja, das Spiel ist freundlich. Man kitzelt seine Feinde. So, der nächste. Zack. Und ein Kleinling gerettet. Wieder Looms. Wow, 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 wow. Ganz, ganz ruhig. Zack. Natürlich ist es nicht blind und so, deswegen kenne ich auch so gut wie fast alles. Aber das sei einfach mal daneben gestellt. So weiter. Ich habe jetzt schon 324 Looms. Ich brauche 600. So, der kann das Seil kippen. Da gibt es manchmal ziemlich fiese Stellen, wo du eigentlich das Seil nicht kippen solltest. Kippen solltest. So, den. Muss ich echt näher dran gehen. Dann kann man auch hier drüber springen. So. Da aktiviert er uns mal den Hebel. So, und das sind auch wieder Loom-Ketten, die sich jetzt bilden. Ich versuche natürlich, ja. Ja. So, dadurch können wir jetzt hier drüber den Gegner kurz töten und dann kommen wir zu einem Kleinling. Es waren noch die Kleinlinge, ne? Die hießen Kleinlinge oder waren das Teensies oder... Ich weiß es nicht mehr genau. So. Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen vorsichtiger, aber auch nur, weil es hier nicht so viele Looms gibt. Trinkt der? Oh ja, der ertrinkt. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut war, weil der hat mir jetzt keine Looms gegeben. Egal, zack. Hier zum Beispiel, wenn du jetzt hier kappen würdest, da wärst du im Arsch. Aber, weiß ich ja, kappen mal nett. Oh, das wird richtig knapp mit den Looms, sehe ich gerade. Das wird richtig knapp. Ich bin mal gespannt. Zack. So, das hier kann man mit L1 und R1 drehen. Dann können wir auch da hoch. Und da oben gibt's... Nein! Aber gut. Gibt's auch noch den König? Ach du Scheiße. Ja, halt dich daran. Und da sind wir auch zum ersten Mal gestorben. Es gibt zum Glück unendlich Leben in dem Spiel. Das heißt, selbst wenn wir sterben... Oder... Women, jetzt... Chill your life. So, jetzt lass dich fallen. Jawohl. Dann hier mal den Wall Jump. Den können wir übrigens auch... Habe ich vergessen zu sagen, aber ich denke, das wisst ihr. So. Und dann haben wir auch schon den König. Ah, 481 Looms. Es wird interessant. Falls ich in einem Level nicht alle Looms kriegen sollte, weiß ich noch nicht, ob ich das dann offscreen mache oder onscreen. Ob ich euch onscreen nochmal mitnehme, alle Looms zu sammeln. Oder ob ich das dann offscreen mache. Das hängt vielleicht auch von euch ab, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Oder sonst irgendwas. Das werden wir ja dann sehen. So, die Münzen geben uns auch Looms. Was richtig gut ist. Und jetzt gehen wir hier auch schon wieder raus. Mir fehlen noch 100. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ah ne, wir gehen noch nicht raus. Okay, dann. Wow, ganz cool. Ganz ruhig. Kurz mal darüber. Hier kommt, glaube ich, ein Gegner raus. Ey, jo.
Also ein bisschen kenne ich das Spiel doch noch. Wo rennt man denn noch? Ach ja. Ich habe die Renntaste vergessen. Den töten, den befreien. Aber das mit den Looms sieht auch jetzt wieder sehr, sehr gut aus. Ja, der wollte da nicht hin, deswegen wusste ich jetzt nicht. Soll ich da jetzt hinspringen? Auf jeden Fall. So. Ja, gut. Wow, 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 ruhig. Chill. Aha. Weil die Geister geben leider keine Looms. So, den kitzel mal. Super, jetzt kommt da genau ein Geist. So. Ich habe die 600 Looms. Yes! Da gibt's auch nochmal extra Looms. Ah, you play. Interessiert mich nicht. So, und jetzt seht ihr. Bronze. Gold. Ein Los. Und Gold mit 600 Looms. Ah ne, Silber war da unten. Habe ich da schon Gold gesagt? Entschuldigung. Fällt mir jetzt erst auf. Ich werde das in Zukunft beschleunigen. Also ich werde euch das jetzt hier nur einmal kurz zeigen. Man kann das auch beschleunigen. Aber ist ja jetzt nicht so spannend. Was ich auch cool finde, ist, dass man in den Ladezeiten hier selbst mal so ein bisschen rumrennen kann. So ein bisschen schlagen kann. Und so weiter. Und jetzt kommen wir auch schon in die Overworld, sag ich mal. Und ihr seht, 100% im ersten Level. Und somit haben wir auch direkt schon das dritte Level freigeschaltet. Da wollen wir natürlich noch nicht rein. Das ist ja klar. Ich möchte euch jetzt noch so ein bisschen hier die Overworld zeigen, die Galerie. Ja. Wir haben hier die Welten, die möchte ich jetzt noch nicht so ganz spoilern. Mit dem Typen kann man reden, der erklärt uns immer so ein paar Sachen. So ein paar nützliche Sachen, die man nicht weiß. In Heroes sind hier die Charaktere. Ich könnte jetzt hier auch die Charaktere mal wechseln. Wenn ihr das wollt, könnte ich das gerne mal machen. An sich würde ich lieber mit Raymond spielen. Und ihr seht, wenn wir jetzt ganz hier hinten hingehen. 1.750.000, das ist krank. Leute, das ist das Einzige, was ich nicht machen werde. Es tut mir leid. Aber ich will das Let's Play auch nicht 8 Jahre machen. So, wir haben hier auch Challenges. Wir dürften eigentlich noch keine freigeschaltet haben. Ja, gut, ich könnte hier auch online spielen. Ach so, ich bräuchte sogar eine Online-Verbindung. Ach ja, stimmt. Gut, dass ich nicht gerade online bin. Aber ist ja egal. Kung Fu, das kennt ihr vielleicht schon. Ich habe ja mal mit einem Kumpel, haben ja mal eine Partie Kung Fu aufgenommen. Und so weiter. Vielleicht kennt ihr das ja. Das haben ein paar Leute auf jeden Fall gesehen. Und das hier, das sind Kuscheltiere. Und das hier sind Origins-Level von Rayman Origins. Und die können wir mit diesen Glückslosen freischalten. Man könnte jetzt ein Glückslos ziehen, da könnte dann ein Kuscheltier, ein Level, da könnten Looms oder sonst irgendwas oder Dinsies oder Kleindinge, wie auch immer ihr nennen wollt, rauskommen. Ja, und ja. Das war's doch schon gefühlt hier schon. Jetzt bin ich am Überlegen. Wisst ihr was? Weil's der erste Part ist, ich mach noch ein Level. Ich mach noch ein Level, ich hab Bock. So, wir machen das Level Spukschloss. Oder war das Spukschloss das Level, wo man... Und da können wir riechen, dann kriegen wir ein extra Herz. Und ich verpasse es. Ich bin ein Vollidiot. Naja, hier haben wir auch direkt eins. Na gut. So, hier haben wir direkt einen Kleinling. So, zack. Jetzt beschleunige ich hier mal. Ich finde den Soundtrack auch absolut genial von Rayman Legends. Ich freue mich schon auch übelst auf die Musiklevels. Das werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist. Am Ende jeder Welt gibt es eins. So. Kurz mal hier durch. Chill, 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 chill. Ich will die Münze. Gib mir die Münze. Dankeschön. Nein! Ich bin schon wieder reingesprungen. Vollidiot. Vielleicht sollte ich doch nicht zu schnell machen, sondern mal ein bisschen chillen hier. Genau deswegen. Genau deswegen. Ah, ich bin doch. Jetzt chill.
Ich meine, die Gegner sind zwar eigentlich an sich harmlos, ne? Aber man weiß ja nie. So, dich. Dann du. So, dann haben wir hier oben die erste Königin. Ach, das. Ja. Jetzt muss man sich nämlich merken, wo die normalen Plattformen sind. Und es ist blau, lila, dann könnte ich direkt wieder auf blau. Was heißt lila? Es ist eher pink. Der Stern ist eher lila. Blau, pink. Ja, grün geht auch, aber ich möchte jetzt direkt auf blau. Und dann haben wir die Sache auch schon erledigt. So, und dann haben wir auch schon wieder fast 200 Looms. So, zack, zack. Das war ein Walljump. So, die Münze hätte ich gerne. Muss ich mich da ducken? Ich weiß nicht. Jawohl, hier nochmal. Ducken lieber, bevor ich irgendeine Scheiße baue. Gut. Ah! Wait a minute. Ich muss natürlich auch erstmal wieder in das Spiel reinkommen. Ich habe es echt lange nicht mehr gespielt. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich war früher echt gut in dem Spiel. Ich hätte Speedrunner werden können in dem Spiel. Mal gucken, ob ich wieder auf das Level irgendwann komme. So. Also die Dinger schießen dich hoch, wenn du dann diese Schmetterattacke machst, dann schießt das dich noch höher. Und dann kommst du zum Beispiel auch wieder an die Sachen dran. Geht's jetzt hier weiter? Weil wenn es hier weitergeht, ja, bin ich jetzt komplett. Ah, noch da unter Wasser. Ich wollte schon sagen, da war doch noch was. Da geht's zu einer Münze. Ja, die nehme ich natürlich mehr. Das gibt Blooms. Ich weiß, mein Singen passt überhaupt nicht zu der Melodie, aber es liegt daran, dass ich keinen Ton habe und das wäre eigentlich bei der Musik der Film wäre das nachher eigentlich echt sinnvoll. So, hier haben wir auch schon den König. Ach du Scheiße. Lianen. Nein, nein! Oh yo, Wayman. Chill your life. Okay. Okay, hier drauf ist nichts. Ich wollte gerade schon sagen, ist dann drauf irgendwas? So, dann da und dann. Yes! Gut. Immer noch das Herzchen. Oh, die Herzchen haben Augen. Das ist so süß. Absolut. So. Hier die Dinger. Hier oben ist bestimmt auch noch. Jawohl. Ich wusste es. Ich kenne doch Wayman. Oh, nein, 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 gib mir die Looms, gib mir die Looms. Ah, gib mir die Looms. Ja, danke schön. Oh, jetzt kann ich in Frieden sterben. So, hier haben wir bestimmt auch noch was. Jawohl. Das mit den Looms sieht eigentlich auch recht gut aus. Da dürfen wir nicht zu lang. Wow, 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 was habe ich mir gerade dabei hier? So, den haben wir auch. Okay. Hier kann man bestimmt das hier machen. Jawohl, dann gibt es hier nochmal extra Loops. Hier gibt es nochmal Loops. Jawohl, schön in der Reihenfolge. Das Herz gibt auch nochmal Loops, wenn man schon ein Herz hat. Hier gibt es nochmal extra Loops. Ja, also bitte. Die 600 kriegen wir auf jeden Fall. Die haben wir sicher. Guck mal, hier haben wir auch nochmal. Zack. Schöne Kombo. Dann nochmal über die Kette. Den töten. Hier nochmal töten. Alles töten. Oh, Kombo, Alter. Das Kombo. So, uns wird nur noch ein Kleinling. Wow, die kommen ja wieder. Schild. Noch mehr? Nein. Da ist der letzte auch. Wow, wow, wow. Chill, 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 chill. Wow, weg, 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 weg. Wow.
Und dann müsste jetzt eigentlich hier gleich das Ziel kommen. Jo! Nein, kommt's nicht. Okay, hier wirst du aber wirklich mit Looms überschissen, ey. In dem Level. Hier ist sonst nichts, ne? Mit 1052 plus nochmal die 5 haben wir es geschafft. So, und jetzt seht ihr mal das Beschleunigen. Das ist einfach nur das Beschleunigen. Ihr seht trotzdem noch alles, was wir erreicht haben. Keine Sorge. Und dann haben wir auch das zweite Level erstmal zu 100%. So. Da könnten wir auch schon rein. Jo. Bravo, du hast die Welt die Zauberkröte freigeschaltet. Ja, super, jetzt haben wir schon die zweite Welt. Toll, und das bringt mir was? Glückwunsch, erste Genialitätsstufe. Nochmal 1000 Lohns. Dankeschön. Ich gehe jetzt nochmal kurz hier in die erste Welt. Und dann würde ich sagen, das war's für den ersten Part. Im nächsten Part gehen wir in den Zauberwald. Mal gucken, was das so ist. Ich glaube, das war ein echt scheiß Level. Ja, seid gespannt. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel genauso wie mir. Ich finde es einfach nur fantastisch und bin einfach super froh, das mit euch jetzt machen zu können. Wenn es euch gefallen hat, schaltet auch im nächsten Part wieder ein. Das würde mich sehr freuen. Ich sage bis dahin, tschüss.